Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sorb am Start für euch mit einer neuen Folge zu Shadow of the Tomb Raider. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich kenne deinen Namen nicht. Oh, entschuldige. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin. Unuratu. Ja, Freunde, wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Du schuldest mir noch in der verborgenen Stadt. Da war etwas. Heute Morgen. Ja? Ich habe gesehen, wie Haka mit seinem Nachbar gestritten hat. Er schien wütend zu sein. Als ich näher kam, waren sie plötzlich still. Dann haben sie gelacht, als hätte einer von ihnen einen Witz gemacht. Er plant irgendetwas. Gut gemacht. Danke, Mutter. Tja. Hey. Alter Schwede. Das ist schon eine beeindruckende Aussicht, oder? Bleiben Geheimnisse in Paititi nicht lange geheim. Solltest du von unserem Plan abweichen, erfährst du davon. Ist schon klar. Sie ist hier, um etwas für mich zu suchen. Mach dir darüber keine Sorgen. Junge. Alle hier in Unterhosen am Start, aber juckt die gar nicht. War in meinem Alter ein Speer? Er war ein Jäger. War ja grausam. Wenn es sein musste. Aber er war auch sehr gütig. Boah, Alter. Alter, die Sicht. Guck mal, genau geradeaus jetzt. Geradeaus. Als wenn da nicht am Ende irgendwas ist. Da. Da oben. Sieh dich um, wenn du willst. Ich erwarte dich auf dem Markt jenseits des Flusses, wenn du bereit bist, die Schatulle von X-Chel zu suchen. Okay. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, alles voll. Moment mal eben. Haben wir hier irgendwie... Dokument? Ach, da oben, oder? Warum würden uns das jetzt schon angezeigt? Kurz mal abchecken. Ah, guck mal. Die neuen Anbaumethoden des Kultes von Kukulkan haben zur Vernichtung weiterer Pflanzen geführt. Zuerst starben die Bienen, dann fiel die Kakaoernte aus. Der Boden ist so schwer geschädigt, dass auf ihm nur noch Mais wächst. Und selbst diese Pflanzen sind kaum lebensfähig. Wenn wir nichts unternehmen, droht Paititi eine schreckliche Hungersnot. Titi. So ein Händler wäre super, dass wir uns ein paar Sachen entledigen könnten. Alter, wie geil ist das hier, ey. Sieht einfach nur abartig geil aus. Ich hab mal zu Hause einen Fisch gefangen. Im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, was? Du siehst aus wie ein Mädchen. Hä? Okay. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Ach Mann. Unsere Skills sind nicht gut genug. Alter. Oh, da hinten ist bestimmt auch was. Meine Fresse. Hier zeigt echt das Spiel, wie geil es aussieht, oder? Wie geil es aussieht. Dafür habe ich nicht genug Platz. Zu voll. Neues Basislager. So. Wir haben ja einige... Es macht demütig, hier in Paititi zu sein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nur einen alten Ort erwartet. Artefakte, Gräber. Ich habe nicht an die Menschen gedacht. Für mich gab es nur Hinweise. Ich hatte keine Zeit, um zu staunen. Ich wollte mich nicht einmischen. Aber Trinity ist hier. Okay, Freunde. Kleiner Cut. Ihr habt nichts verpasst. Musste nur kurz mal... Was ist hier? Musste nur kurz mal wieder an die Tür, weil ständig irgendwelche Pakete kommen und so weiter. Ist auch egal, Freunde. Ihr habt nichts verpasst. So... Glaubst du, dass große Ereignisse auf einen einzigen Augenblick zurückgehen? Ich schon. Nehmen wir als Beispiel, was jetzt passiert.
Hätten Amaru und Sairi während der Hungersnot nicht gestritten und hätte Sairi nicht gegen Amarus Wunsch darauf bestanden, dass er die Sicherheit der Grenze verlässt, um für das Dorf zu jagen, dann wäre heute vielleicht vieles anders. Denn Amaru fühlte sich schuldig am Tod seines Bruders. Ich war in der Nacht dabei, als sie Sairis Leiche aus der Wildnis brachten. Die Trauer fraß ihn auf. Ich glaube, das war der Augenblick. Amaru zerbrach. Danach übernahm er die Kontrolle über Paititi. Er wollte uns schützen, weil er Sairi nicht schützen konnte. Okay, erzieh mir komplett die Lebensgeschichte von euch. Wir kennen uns nicht, aber okay. Aber ich hab's gesehen. Er hat sie. Schluss, Taki. Du hast deine Würfel verloren? Gut, aber nicht lügen. Ich kann ihn sehen, auch wenn sonst niemand kann. Was gehört, Taki? Alter, was ist das denn für ein mieser Krieger? Wunderschön. Es ist gerade sehr viel los hier. Die Gerber, die Fleischer, die Weber, die Färber, sogar die Lehrer. Alle Viertel arbeiten. Der Markt wird voll sein. Großes wartet am Horizont auf die Stadt und ihre Bewohner. Wir müssen alles tun, damit Kukulkan uns in eine neue Welt führt. Ist es der Bruder von Charukan oder was? Wirst du handeln? Bitte. Ich habe kaum genug, um den Tribut zu bezahlen. Tribut an wen? Den Kult von Kukulkan. Sie verlangen die Hälfte aller am Markttag erzielten Profite, aber wenn sie glauben, ich wollte sie betrügen... Ich verstehe. Danke, Ishik. Dann handeln wir? Ja, okay. Atalbogen. Wäre ja ganz schlau, wenn man sehen würde, ob die das besser war eine sind. Ausgezeichnete die Bögen, war. Das wäre ja sehr schlau. Überreste 6 Himmelsmantel. Geräuschlose Pfeile, Feuerpfeile. Ja, dann kauf ich mal den das Bogen. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Das Erz verkaufe ich. Das war eine ausgezeichnete Waffe. Ja, der Erz verkaufe ich. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Holz, warte. Das war eine ausgezeichnete Waffe. Holz sind wir ja wirklich immer fast komplett voll, wa? Federn. Die Götter sind für uns. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Dankeschön. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Ja, bestimmt. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Das ergibt gar keinen Sinn, Junge. Was redet der da? Ich verkauf dir gerade Sachen. Das muss wird die Sachen nicht umdrehen. Das wird nützlich für dich sein. Obwohl, Fette habe ich so wenig. Lass mal lieber. Gut. Ich bin immer bereit zum Handeln. Ja, alles klar, das glaube ich dir. Hat die auch noch was Spezielles, was anderes? Ich kenne dich nicht. Was machst du hier? Wo hast du diesen Umhang her? Es wurde mir gegeben, von Unuratu. Oh, du bist ein Gast der Königin? Nichts für ungut. Bitte, du ja, musst... Ja, dann sei doch nicht sein. So frech, ey. Schon gut. Keine Sorge. Nein, doch, verpetz ihn. Wie kann ich dir helfen? Spaß. Wir sind keine kleinen Petzen, ne? Okay. Die Götter sind für uns. Messer-Upgrade. Sehr gut. Komm bald wieder. Ist auch so geil, Stoff hier verkaufen, so weißt du, mäßig. Und dann hinterher einfach ein bisschen Stoff aufsammeln. Was wird hier auch direkt so frech, weißt du? Wow, das sah ein bisschen komisch aus. Erstmal die Sachen klauen von denen, yo, was geht? Ihr habt die falsche eingeladen. Wenn du willst. Ich erwarte dich auf dem Markt jenseits des Flusses, wenn du bereit bist, von X-Chel zu suchen. Ja, bin ich. Mehr als bereit. Hakan,
Hackern, Junge, was geht? Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen? Was? Ich hab das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Seht her! Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier, doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann Sahiri war sein Bruder. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen. Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaru. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen. Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja, wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaru noch ein wenig Vernunft und Liebe. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Ätzli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Folge Ätzli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaru verliert langsam die Geduld. Es kommt nicht wieder vor. Jonah, kannst du reden? Ja, ich bin mit Uchu im Lager. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Oh. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. Okay, Alter, das ist natürlich... Alter, das ist krass. Damit hätte ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Und... Jetzt mal ernsthaft, ganz ernsthaft jetzt. Was ist Ätzli für ein beschissener Scheißname? Die findet ihren eigenen Sohn ätzend, deswegen hat sie ihn Ätzli genannt, oder? Hallo? Bitte spuck mich nicht an. Ja. Okay, alles klar. So. Was macht die denn da? Okay, Ätzli, wo bist du denn?
Können wir den denn schon lesen hier? Der Dialekt ist mir vertraut, aber etwas stimmt nicht. Hä? Ach so, etwas stimmt nicht. Sag doch einfach, dass du es nicht lesen kannst. Und ich verstehe den Dialekt, aber ich... Etwas stimmt nicht. Entweder man kann es lesen oder man kann es nicht lesen. Hallo, Clyde Edsley. Unoratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Aber anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor und Unuratus Linie sollte Kukulkan opfern, um die Sonne wiederherzustellen. Nicht andersherum. Aber solche Gedanken bringen Leute rasch ins Grab. Kein Wunder, dass sie sie nicht äußern. Ja. Hey. Erstmal den Leuten ihr Gold klauen, weißt du, und dann noch verkaufen. Das ich glaube, so nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können. So. Die Menschen, ihre Geschichte, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen. Wenn man ihn so hört, Amaru, Dominguez, Kukulkan will nur Paititis Sicherheit. Aber ich weiß, was er dafür tut. So viel Tod und Grausamkeit. Ich muss ihn aufhalten. Eigentlich brauchen wir keinen anderen. Wir brauchen auch keine anderen. Wieso kriegt man denn als Vorbesteller so heftige Waffen, Alter? Wo die einfach nichts mehr machen können. Das sind die krassesten Waffen, die du haben kannst. Die Leiste ist voll. Voller geht die Leiste nicht. Bei dem Bogen. Ah, das Messer-Upgrade ist direkt drauf. Okay, gut zu wissen. Weiter geht's. Edsley! Ah, da ist er, der kleine Edsley. Wo ist meine Mutter? Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es außerhalb von Paititi? Naja, da gibt es viel. Die Welt ist sehr groß. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis. Was? Bringst du mich dahin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Was du suchst, ist dort drin. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Oh, ein Glück. Ich dachte schon, wir müssten mit dem Kleinen los. Bloß nicht, ey. Bloß nicht. Die zunehmende Bevölkerungszahl und kurzsichtigen Planungen bescherten der Ansiedlung etliche Probleme. Bauern rodeten den Dschungel, um die fruchtbaren Flussufer für den Anbau zu nutzen, was bei den ersten starken Regenfällen zu verheerenden Überflutungen führte. Die Jäger erlegten zu viel Wild und mussten deshalb immer weitere Wege in Kauf nehmen, um Fleisch zu beschaffen. Verschiedene Gruppen, die über die Kontrolle über die Ansiedlung stritten, führten oft heftige Debatten darüber, wie diese Probleme am besten zu lösen wären. Kammern des Todes. Okay. Da geht's lang. Hier sind aber noch ein paar Sachen zum Einsammeln. Oh, was ist das? Das war bestimmt mal eine beeindruckende Waffe. Sie muss unglaublich oft benutzt worden sein, um sich in einem solchen Zustand zu befinden. Na komm schon. Und wenn die Blutflecken Rückschlüsse zulassen, war es auch so. Okay. Das ist wahrscheinlich das erste von der Sprache, deswegen kriegen wir auf einen Schlag 33%, oder? Okay. Alles klar. Gut. Ein Schwinger mehr. Besser ist es. Sicher ist sicher, würde ich sagen.
Bauch der Schlange. Wow, was war das denn für ein Grafikfehler jetzt wieder? So, nimm das mal mit, das ganze Erz hier. Sehr schön. Das knallt Kohle technisch gut rein, ey. So, warte mal. Jetzt kann ich mich auch wieder umziehen. Oder? Nee, doch nicht. Haben die meine Klamotten behalten oder was, die Schweinchen? Ach. Meine Klamotten! Dadurch. Da wir nichts von Lopez gehört hatten, begannen einige unserer Anführer an ihm zu zweifeln. Unsere Gruppe wurde nach Süden geschickt, um der Sache nachzugehen. Nachdem wir nicht wussten, ob die Bewohner der Stadt Lopez bei seiner Ankunft getötet hatten, schickten wir die Einheimischen vor. Sie kehrten mit Berichten über die in der Stadt wütende Krankheit zurück. Ein Umstand, den wir zu unserem Vorteil nutzen werden. Wie wenig Prozente wir immer bekommen, wa? Das hier zeigt offenbar Unuratu, die eine aufständische Gruppe anführt. Im Hintergrund ist eine fast vollständige Sonnenfinsternis zu sehen. Stinkt es. Schwefel, oder was? Das muss der Ort sein, den Ätzli meinte. Dieser Name, Alter. Ätzli, Junge. Ätzli, der Boy. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Redet da jemand? Und meine... Meine Fresse, jetzt ist es wieder so unfassbar dunkel. Oh, ist das widerlich. Muss es heller stellen. Ich muss es heller stellen. Ich weiß nicht, warum es jetzt hier wieder so unfassbar dunkel ist, Brudi. So. Ich habe jetzt wieder 3 Punkte höher gemacht, oder? Es ist so dunkel. Ich sehe hier rechts gar nichts. Ich sehe einfach gar nichts. Das Spiel ist so unfassbar dunkel, Alter. Vor allem so unfassbar unausgeglichen. Guck mal, jetzt, wenn ich das jetzt hier hochmache, ist links oben bei dem Bild, ist es schon überbeleuchtet. Trotzdem muss ich das tun, damit man hier überhaupt irgendwas sieht. Aber man sieht trotzdem rechts immer noch gar nichts. Es ist stockfinster. Das ist leider nicht gut ausbalanciert. Alter, sind die tot? Ach du Kacke, Alter. Oh, ich bin gegen den... Oh. Ich hätte mich weiter runter abseilen müssen. Mist. Shit. Ja, natürlich. Bis da unten zu der Markierung. Ja. Selber schuld. Eigene Dummheit wieder. Keine Hektik. Oh. Ekelhaft. Das meine ich. Das finde ich so geil. Dieses richtig schön. Ekelhaft. Dreckige. Du schaffst es. Das ist einfach dreckig. Opfer.
Oh, scheiße. Okay. Gut, Freunde, dann wisst ihr Bescheid, was uns beim nächsten Mal erwartet. Hier endet das Ganze nämlich erstmal. Ich danke fürs Zusehen, Freunde. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr das Ganze unterstützen würdet, dieses kleine Projekt. Bisschen Liebe schenkt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.